Es gibt in der Management-Literatur verschiedene Führungstechniken, das sind die sogenannten Management-By-Techniken. Ich habe Ihnen hier eine Auswahl mitgebracht. Die gängigsten Management-By-Techniken, das sind zum einen die Management-By-Objectives. Hier geht es darum, Ziele zu vereinbaren und die Ziele auch smart zu gestalten. Das heißt, sie müssen sinnvoll sein, sie müssen messbar sein, sie müssen auch realistisch erreichbar sein innerhalb eines bestimmten Zeitfensters und innerhalb der Fähigkeiten der Mitarbeiter. Dann haben wir das Management by Delegation. Hier geht es darum, Aufgaben in einem fest definierten Aufgabenbereich zu delegieren und diese Aufgaben auch entsprechend zu kontrollieren. Das Management by Exception heißt, dass die Führung nur in Ausnahmefällen eingreift und quasi selber entlastet wird von sogenannten Alltagsaufgaben, Routineaufgaben. Und nur in Ausnahmefällen muss die Führungskraft eingreifen und entsprechend mit den Mitarbeitern sprechen und gucken, Mensch, was läuft falsch und wo müssen wir hin. Dann gibt es das Management by Projects. Hier geht es um die Gesamtheit der Führungsaufgaben im Zusammenhang mit einem Projekt. Das heißt, hier ist die Führungskraft auch quasi Projektleiter und muss das Führungsverhalten darauf ausrichten, zu sagen, wie organisiere ich ein Projekt, wie motiviere ich da die Mitarbeiter und wie kann die Gesamtheit der Führungsaufgaben darauf abgestellt werden. Dann gibt es das Management by Decision Rules. Hier geht es darum, um bestimmte Vorgaben vorzugeben, um bestimmte Verhaltensweisen und Regeln zu implementieren, um die Ziele innerhalb dieses Regelwerks dann auch zu erreichen. Dann das sogenannte Management by Crisis. Hier geht es darum, um Krisen bewusst zu provozieren, um eine Veränderung hervorzurufen, um Mitarbeiter zu sensibilisieren für Veränderungen, und entsprechend auf Veränderungen auch vorzubereiten. Und das Management by Results ist die Führung nach Ergebnissen. Hier gibt es Zielvorgaben und das Management und die Führung schaltet sich nur ein, wenn die Ergebnisse präsentiert werden. Und die Ergebnisse zählen im Prinzip, aber nicht der Weg, wie die Mitarbeiter dorthin gekommen sind.